Wir sind jetzt einige Tage hier in Wien, haben auch gerade gestern Abend bei einer Veranstaltung im Wiener Volkstheater das kulturelle Leben in Wien kennenlernen können, in wunderbarer Weise, sehr eindrucksvoll. Und auch das architektonische Erscheinungsbild dieser Stadt kennenlernen können. Mich würde interessieren, aufgrund Ihrer Erfahrungen, wie schätzen Sie die deutsch-österreichische Freundschaft und Partnerschaft ein? Also die deutsch-österreichische Partnerschaft ist geprägt durch die große Nähe beider Staaten zunächst einmal. Wir sind Nachbarn, wir sind miteinander verbunden über so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, haben zum Teil eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kultur in vieler Hinsicht, engste Wirtschaftsbeziehungen, einen Austausch im politischen Bereich, der also wirklich von kaum einem anderen Austausch übertroffen ist. Österreich ist ja ein kulturell ungemein aktives Land und auch ein kulturell ungemein aufnahmebereites Land. Und das macht es für einen deutschen Botschafter natürlich geradezu zu einem Genuss, in diesem Lande tätig zu sein. Schauen wir an das Burgtheater mit einem deutschen Intendanten, Matthias Hartmann, der ein hervorragendes erstes Jahr hingelegt hat hier, angefangen mit einer fabelhaften Faustinterpretation, die hier auf große Zustimmung gestoßen ist. Übrigens, was wir hier auch machen, ist, dass wir in der Botschaft auch versuchen, deutsche kulturelle Projekte vorzustellen. Wir haben dieses Jahr das Schumann-Jahr. Deswegen haben wir gerade hier in der vergangenen Woche einen Schumann-Abend veranstaltet. Wir haben das Max-Reinhardt-Seminar mit zum Teil deutschen Studenten hierher geholt. Das heißt, wir versuchen, die Botschaft auch einzusetzen als Mittler für deutsche Kultur in diesem Land. Und ich kann nur noch einmal sagen, die Aufnahmebereitschaft ist riesig. Was wichtig ist, ist, dass viele, das uns verbindet, immer wieder auf neue Art und Weise darzustellen und den Menschen daran Freude zu vermitteln, dass es so ist. Wenn man sich in der Welt umschaut und sieht, wie viele schwierige Situationen es auf der Welt gibt, dann ist es doch eigentlich eine gute Nachricht, dass ein Verhältnis zwischen zwei Nachbarn, die so eng miteinander verknüpft sind, ein positives ist, ein erfreuliches ist, ein sympathisches ist. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die in letzter Zeit hier entstehen oder entstanden sind zu dem österreich-deutschen Verhältnis, die alle auf die Besonderheit dieses Verhältnisses eingehen, auf gewisse Sensibilitäten, die immer eine Rolle gespielt haben, aber in einem grundlegend positiven Tenor, weil man, glaube ich, auch hier genauso wie wir erkennt, was man hat, wenn man gute Nachbarn hat. Das ist ja wie im privaten Leben letzten Endes. Die Pflege des Verhältnisses zu den Nachbarn ist ein Anliegen, das jeder ja nachvollziehen kann. Und wenn es dann auch noch Spaß macht, umso besser, nicht? Ja, ja. Ganz vielen Dank, Herr Botschafter, für diese Einschätzung. Dankeschön. Dass wir auch erfahren, wann das dann bei Ihnen gemacht wird. Also, genau in dem Sinne, was wir da verfolgen, nämlich über Kultur zu sprechen,